ARD. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und an seinem Schreibtisch in Berlin sitzt wieder unser Experte in diesem Podcast, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Und wie immer besprechen wir in diesem Podcast aktuelle militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Was wollen wir heute genau machen? Wir hatten vorige Woche ja schon mal über das gesprochen, was der ukrainische Generalstabschef Saluschny dem britischen Economist gesagt hat. Stichwort Pattsituation zwischen Russen und Ukrainern oder auch das, ja, sagen wir, Eingeständnis, dass man in der Offensive, die man im Frühsommer gestartet hatte, mehr erreichen wollte. Reaktionen aus Kiew gab es vor einer Woche noch nicht, mittlerweile aber sehr wohl. Zum Beispiel deutlichen Widerspruch von Seiten des ukrainischen Präsidenten. Also, über dieses Thema wollen wir nochmal reden und über ein weiteres. Das Thema greifen wir auf, weil es so viele Hörerfragen dazu gibt. Dass ein russischer General zur Lage was anders sagt als ein ukrainischer, das scheint ja irgendwie normal zu sein, verständlich sozusagen, dass aber zwei deutsche Generäle, besser gesagt Ex-Generäle, so weit auseinander liegen wie in diesem Fall Erhard Bühler und andererseits Harald Kujat. Das bewegt so einige, besorgt auch manche. Und deswegen gehen wir heute auch mal auf das ein, was Harald Kujat vor ein paar Tagen in einem längeren Interview gesagt hat, das man bei YouTube nachsehen kann. Ja, und dann hoffe ich, dass wir auch noch einige weitere Hörerfragen unterbringen. Schauen wir mal. Aufzeichnungszeit Freitag, 10. November 2023. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Und auch diese Folge später wie immer zu hören in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, schauen wir kurz auf die aktuelle Kriegssituation, wenn wir zunächst mal am Boden bleiben. Gibt es da hier an der Frontlinie irgendwelche größeren Verschiebungen? Nein, es gibt keine größeren Verschiebungen, was die Frontlinie angeht. Die Kämpfe dauern in den Brennpunkten aber weiter an. Im Norden der Frontlinie bei Kupjansk greifen die Russen weiterhin aus Nordwesten an, allerdings ohne Raumgewinn. Nach wie vor verteidigen die Ukrainer dort erfolgreich. Es sind aber erhebliche Kräfte der Ukrainer dort gebunden, um einen Angriff auf die Stadt Kupjansk zu verhindern. In dem zentralen Bereich der Frontlinie in Bachmut haben die Ukrainer Kräfte abgezogen, offenbar um sie an anderen Frontabschnitten einzusetzen. Absicht ist es jetzt dort im Raum Bachmut wohl weiterhin russische Kräfte zu binden und den Raum mit weniger Truppen zu halten. Das führt dazu, dass die Russen das veränderte Kräfteverhältnis mit einzelnen taktischen Gegenstößen ausnutzen können. In Avdiivka sind die Russen weiterhin in der Offensive, allerdings mit kaum messbarem Raumgewinn bei Einsatz von abgesessener Infanterie, verbunden mit anhaltend hohen Verlusten beim Personal. Im Süden, an der westlichen Angriffsachse, haben die Ukrainer einen gewissen Vorteil zurzeit, weil die Russen Truppenteile dort herausziehen müssen, um sie weiter im Westen bei Cherson einsetzen zu können. Dazu verschiebt sich auch dort das Kräfteverhältnis, dass die Ukrainer gerade am Ostrand der Einbuchtung ausnutzen wollen. Aber wesentliche Geländegewinne gibt es dort auch nicht, aber durchaus taktische Vorteile. Und wenn man jetzt weiter nach Westen geht, das ist wohl das herausragendere Ereignis des heutigen Tages oder der vergangenen Tage bis heute, ist, dass die Brückenköpfe immer breiter werden, aber auch tiefer werden. Sie haben jetzt eine Tiefe von 3 bis 4 Kilometer auf der linken Dnieper-Seite. Es sind wohl insgesamt 4 unabhängige Brückenköpfe gewesen, aber man versucht, die jetzt auch in der Breite miteinander zu verbinden. Die ukrainische Marineinfanterie ist dort zunächst abgesessen, ja, in die Brückenköpfe gegangen
hat sie eingerichtet, ausgeweitet und nun sehen wir seit gestern und vorgestern, dass erstes schwere Gerät über den Fluss gebracht wird mit Fähren, aber auch mit amphibischen Fahrzeugen. Das heißt also auch Gefechtsfahrzeugen, gepanzerten Fahrzeugen, die schwimmfähig sind. Und man wird sehen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Die Russen versuchten, die Brückenköpfe abzuriegeln mit Artilleriefeuer auf das rechte Ufer des Dnjepro. Das war, wie gesagt, wenig erfolgreich. Und nun führen sie weitere Kräfte heran, um die weitere Ausweitung der Brückenköpfe und ihre Verstärkung zu verhindern. Dieses Heranführen neuer Kräfte durch die Russen, kann man das so als Ziel bezeichnen, der Brückenköpfe, also dass man die Russen dazu zwingt, Umstrukturierungen vorzunehmen und möglicherweise Truppen von anderen Brennpunkten abzuziehen? Ja, also mindestens das ist das Ziel und das ist, wird gerade erreicht, dass man hier Umstrukturierungen vornehmen muss, dass man sich nach Westen wenden muss, um einen Angriff aus den Brückenköpfen abwehren zu können. Ob da mehr dahinter steckt als nur ein Scheinangriff oder ein Täuschungsangriff in der Flanke der Russen, das wird man erst in den nächsten Tagen sehen können, ob da auch schweres Gerät weiterhin über den Fluss gebracht werden kann. Es gibt bestimmte Anzeichen, dass über die Marineinfanterie hinaus weitere Verbände dort in den Raum Cherson auf das rechte Ufer verlegt worden sind. Aber das kann man noch nicht mit Sicherheit vorhersagen. Konkret noch mal zur Lage bei Avdiivka nachgefragt. Also Avdiivka auch schon öfter gesagt, kleinere Stadt nördlich beziehungsweise ein bisschen nordwestlich von Donetsk-Stadt. Die Russen versuchen ja seit Wochen schon, die Stadt einzukreisen. Beim letzten Mal, Herr Bühler, hatten Sie gemeint, die Lage habe sich für die Ukrainer ein bisschen entspannt. Wie sieht es da heute aus? Ja, das dauert an. Der Gegenangriff im Norden, den ich beim letzten Mal erwähnt hatte, hatte zur Wirkung, dass die dort eingesetzten Separatisteneinheiten jetzt kampfunfähig sind und russische Truppen ersetzt werden mussten. Diese sind aber nicht frei verfügbar, sondern sie müssen aus anderen Abschnitten des Raums um Avdiivka genommen werden. Wenn man sich die Zusammensetzung der russischen Truppenteile ansieht, bleibt es weiterhin bei einem Gemisch von Truppenteilen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher russischer Großverbände, was die Führung der Operation in diesem Raum weiterhin erschweren wird. Es wird hier offenbar alles hineingeworfen, was man gerade so verfügbar hat. Insgesamt hat die Intensität der Kampfhandlungen nachgelassen, der offensive Druck hat nachgelassen, sodass die Gefahr eines Schließens des Rings um Avdiivka im Augenblick nicht mehr unmittelbar besteht. Wie ist das mit der Intensität bei den Luftangriffen der Russen? Im Großen und Ganzen weiter, mit also relativ geringer Intensität, geringer im Vergleich zu diesen ganz massiven Angriffen, die wir ja zwischenzeitlich immer mal sehen mussten? Ja, genau. Also das geht weiter, aber mit niedriger Intensität. Bemerkenswert war der Angriff auf Odessa. Bemerkenswert deshalb, weil zum ersten Mal ein ausländisches Schiff aus Liberia, glaube ich, war es, ein Transportschiff beim Anlegen in Odessa von einer Rakete getroffen worden ist. Die Rakete schlug in die Decksaufbauten ein. Es gab mehrere Tote dort. Es gibt Protest von der Ukraine natürlich, anzunehmen auch von dem Flaggenstaat, aber auch eine harte Reaktion, zumindest verbal, aus der Europäischen Union. Bei den Luftangriffen auf der ukrainischen Seite gegen Ziele hinter der Frontlinie, gegen die Logistik, die Versorgungslinien, das hält auch weiterhin an. Gestern Nacht wieder ein Angriff auf die Krim. Dort sollen zwei Landungsboote beschädigt worden sein oder zerstört worden sein. So genau kann man das noch nicht sagen. Aber es ist anhaltend. Diese Operationslinie Kampf in der Tiefe dauert an.
Dann an dieser Stelle mal eine Hörerfrage eingeschoben von einem Herrn, dessen Heimat offensichtlich Leipzig ist, der aber mittlerweile in Dresden lebt. Ich sage das übrigens immer mit den Orten, sofern ich es weiß, dazu, damit es für die Hörerinnen und Hörer leichter zu erkennen ist, dass jetzt Ihre Frage an der Reihe ist. Zumal, wenn Sie Ihren Namen nicht genannt haben wollen, wie in diesem Fall. Ausgangspunkt der Frage, dass die Ukraine ja vor kurzem die Werft in der Nähe der Kertschbrücke angegriffen haben und dabei eine russische Korvette zumindest offenbar schwer beschädigt haben. Ich lese mal aus der Mail vor. Ich möchte diesen beachtlichen Erfolg der Ukrainer nicht kleinreden. Mir stellt sich aber die Frage, wenn die Ukrainer laut russischen Angaben 13 Storm Shadow Marschflugkörper in Richtung Kertsch abfeuern und es schaffen, 3 davon durchzubringen, warum haben sie nicht die Kertschbrücke angegriffen? Im Vergleich zu dem Schiff ist das doch das viel wichtigere und mutmaßlich kriegsentscheidendere Ziel. Zitat Ende. Ja, Sie haben natürlich recht. Man sollte diesen Erfolg nicht kleinreden. Die Tatsache, dass man ein weiteres modernes Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte für noch nicht absehbare Zeit außer Gefecht gesetzt hat, das sollte man tatsächlich nicht kleinreden. Vor allen Dingen deshalb, weil sich der Erfolg ja in eine ganze Serie von erfolgreichen Angriffen gegen die Schwarzmeerflotte einreiht, die mittlerweile nicht mehr fähig ist, die ihr ursprünglich in diesem Krieg zugedachte Rolle auszufüllen, die nicht mehr in der Lage ist, die Blockade der ukrainischen Schwarzmeerzugänge weiterzuführen und selbst in der Fähigkeit, die Ukraine mit weitreichenden Seelandflugkörpern anzugreifen, erheblich eingeschränkt ist. Das ist ein ganz entscheidender Erfolg im Übrigen auch der ukrainischen Gegenoffensive. Das ganze Gebiet um die Kertschbrücke ist wohl wie kaum eine andere Region im Kriegsgebiet durch moderne russische Luftverteidigung geschützt. Dazu kommt, dass sich die russische Luftverteidigung mittlerweile ganz offensichtlich auf den Storm Shadow oder Scalp Marschflugkörper eingestellt hat. Nur mit einer Vielzahl von gleichzeitig angreifenden Flugkörpern gelingt es, eine Übersättigung der russischen Luftverteidigung zu erreichen und mindestens einen Teil der angreifenden Flugkörper ins Ziel zu bringen, was in diesem Fall eben gelungen ist. Der Angriff auf das kurz vor der Indienststellung stehende Schiff war vermutlich für die Ukraine erfolgversprechender. Dazu kommt, dass der Storm Shadow aufgrund seines speziellen Angriffsverfahrens nur bedingt dazu geeignet ist, eine Brücke wie die Kertschbrücke nachhaltig unpassierbar zu machen, von einer Zerstörung ganz zu schweigen. Das wären jetzt mögliche Gründe. Der Hörer hat noch eine Nachfrage, ohne Ihre Antwort gehört zu haben. Und zwar vermutet er noch was anderes. Liegt es möglicherweise daran, dass man also die Kertschbrücke nicht angegriffen hat, dass der Westen den Einsatz der Marschflugkörper auf die Brücke nicht zulässt? Wenn das so sein sollte, stellt sich mir noch eine weitere Frage, inwieweit ist der Westen an einem Sieg der Ukraine interessiert? Zitat Ende. Nein, daran liegt es nicht. Die Brücke liegt ja in wesentlichen Teilen auf völkerrechtlich ukrainischem Staatsgebiet. Es ist richtig, dass westliche Waffenlieferanten bei der Abgabe der Waffen eine Zusicherung der Ukraine verlangt haben, dass sie nicht auf russisches Staatsgebiet eingesetzt werden. Das ist auch bei den britischen und französischen Waffen anzunehmen. Daran hat sich die Ukraine bisher auch 1:1 gehalten. Was die Frage angeht, ob der Westen an einem Sieg der Ukraine interessiert wäre, muss man zunächst definieren, was Sieg bedeutet. Meine Definition, die ich da anbiete, ist, dass der Ukraine muss es gelingen, den Angriffskrieg zu stoppen, die Souveränität der Ukraine zu bewahren und ihre territoriale Integrität wiederherzustellen. Das ist aus meiner Sicht auch im ureigensten Interesse der die Ukraine unterstützenden Staaten und müssten eigentlich auch Ziel der internationalen Gemeinschaft insgesamt sein. Wenn das nicht gelingt, wird es zu einer Vorbildfunktion dieses Krieges kommen und andere auf dieser Welt werden sich diesem Muster anschließen, gewaltsam Grenzen und das mit Erfolg zu verschieben. Deshalb muss man ja jetzt alles tun, um den Sieg der Ukraine in diesem Sinne zu unterstützen. Wo,
bei, wenn Sie sagen, zum Sieg gehört die Wiederherstellung der territorialen Integrität, wenn ich das recht erinnere, dass Sie da aber auch gesagt haben, das muss jetzt nicht unbedingt auf militärischem Wege passieren, das kann sozusagen dann auch über Verhandlungen geschehen. Genau so ist es. Das haben wir ja von Anfang an gesagt. Das hat der Präsident Zelensky auch schon mal gesagt. Also es ist nicht immer das militärische Mittel, das dort zum Zuge kommen muss, sondern es können durchaus auch politische Verhandlungen sein. Dann Strich drunter unter die aktuelle Lage. Jetzt die Geschichte, die auch offenbar für einen großen Aufruhr bei der ukrainischen Führung gesorgt hat und möglicherweise auch noch sorgt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, der Generalstabschef der ukrainischen Armee, Saluschny, hat sich in der britischen Zeitschrift Economist geäußert, hat dort von einer Pattsituation gesprochen zwischen Ukrainern und Russen. Das hatten ja die Russen zurückgewiesen und sich im Vorteil gesehen. Und nun hat auch der ukrainische Präsident seinen Armeechef deutlich kritisiert, nachdem er erst mal ein paar Tage dazu geschwiegen hatte. Warum eigentlich? Also vielleicht zum Sachverhalt ergänzen noch. Also er hat ja in einem ausführlichen Namensartikel dargelegt über 9 Seiten, wie man aus einem Stellungskrieg wieder in einen Bewegungskrieg nach seiner Ansicht übergehen kann. Ein zweiter veröffentlichter Artikel war eine Kurzfassung dieses Artikels. Aus irgendeinem Grund hat er dann noch ein Pressegespräch geführt. Dieses Pressegespräch ist aus meiner Sicht gründlich daneben gegangen, vor allen Dingen was die Wirkung des Pressegesprächs angeht. Weniger das, was tatsächlich gesagt worden ist, sondern in welchen Zusammenhang seine Aussagen gestellt worden sind und was dann das Ergebnis und damit die Wirkung dieses Presseereignisses war. Ich hatte ja bereits in der letzten Woche Zweifel geäußert, dass diese Medienbefassung von Saluschny am 1. November zielführend war und habe gesagt, da werden wir in den nächsten Tagen noch mehr davon hören. Das ist mit einer Zeitverzögerung dann von 4 bis 5 Tagen auch eingetreten, nachdem die Wirkung dieser ungewöhnlichen Medienbefassung mit 2 Namensartikeln und einem Pressegespräch offenbar geworden ist. Die Wirkung war ja weltweit, die Offensive sei gescheitert und der Eindruck entstand, dass es eine Pattsituation in diesem Krieg gäbe. Die Wirkung ist auch deshalb eingetreten, weil die Journalisten die taktischen Aussagen von Saluschny mit einer angeblich erstmals vorgenommenen, umfassenden militärischen Beurteilung der Lage verbunden haben. So leiten sie den Artikel über das Pressegespräch ein. Sie haben dabei übersehen, dass Saluschny eine solche bereits im September letzten Jahres veröffentlicht hat, die im Internet auch abrufbar ist, 7.9.2022. Und zweitens verknüpfen Sie die taktischen Aussagen Saluschnys, die ja richtig sind, mit ihrer Linie, der Journalistenlinie, die Offensive der Ukraine sei gescheitert. Die Wirkung ist auch deshalb so groß, weil sie mit einem Time-Artikel zusammenfällt. In der Time berichten Journalisten, die längere Zeit in Kiew waren, über unterschiedliche Auffassungen im Präsidentenbüro, über Fraktionen, die da entstehen und so weiter. Und das wird natürlich jetzt alles zusammengefasst. Und auf diese Wirkung reagiert nun das Umfeld von Präsident Zelensky. Er zunächst mal nicht. Zuerst hat sich der stellvertretende Bürochef von Zelensky am 4.11. geäußert. Das ist ein gewisser Ihor Zofka. Er würde es unterlassen, sich als Militär zu den Ereignissen an der Front zu äußern. Das sagt er öffentlich über seinen Generalstabschef. Er findet das seltsam und er habe Sorgen um die Reaktion aus dem Westen. Das war eine deutliche Kritik am Generalstabschef Saluschny, die einem stellvertretenden Büroleiter öffentlich aus meiner Sicht gar nicht zusteht. Aber das zeigt eben, dass die Nerven da etwas blank liegen. Der Präsident ist dann gefolgt, dass er ein Patt nicht sieht. Der Präsident sieht das aus strategischer Sicht anders. Saluschny hat von einem Patt auf der taktischen Ebene gesprochen, eben aus das Dilemma aus einem Stellungskrieg in den Angriffsachsen wieder in einen Bewegungskrieg zu kommen.
Aber Herr Bühler, es ist ja also mitnichten so, dass etwas nur passiert, weil Journalisten vielleicht in den Augen mancher ein bisschen was Seltsames tun. Man muss ja auch sagen, Saluschny hat ja wirklich was gesagt. Ne? Und wir müssen ja auch mal festhalten, offensichtlich gibt es ja deutliche und in diesem Fall vielleicht sehr grundlegende Unterschiede in der Beurteilung der Lage, sonst hätte der Präsident ja nicht so vehement öffentlich widersprochen. Differenzen zwischen Saluschny und Selenskyj. Wer weiß es denn besser von beiden? Auf wessen Urteil sollte man denn eher setzen? Also nochmal, der Saluschny hat keine umfassende militärische Lagebeurteilung vorgelegt. Im Gegensatz zu dem, was der Economist dort schreibt. Er spricht von einem taktischen Problem, dass er aufgrund der technologischen Gleichwertigkeit der Gegner in bestimmten Räumen auf dem Boden zu einem Patt führen kann, und er äußert seine Gedanken, wie man eine solche Situation überwinden kann. Also einen Stellungskrieg wieder in einen Bewegungskrieg zu verwandeln. Gedanken, die ich durchaus teile, bezieht sich allerdings nur oder greift nur heraus technologische Fragen, Ausrüstungsfragen. Man kann natürlich auch an andere Aspekte denken, wie Überraschung und also operative oder taktische Maßnahmen, die man ergreifen kann, um aus so einer Situation rauszukommen. Selenskyj reagiert auf die Wirkung, aus meiner Sicht, nicht auf die Worte, sondern auf die Wirkung des Interviews. Nämlich die Wirkung, die Offensive sei gescheitert und es gäbe ein Patt. Und er sagt eben, das Patt gibt es nicht und die Offensive sei nicht gescheitert. Also er spricht auf der strategischen Ebene, während Saluschny ein taktisches Problem adressiert hat. Kann ich durchaus ansatzweise nachvollziehen, aber man kann doch nicht sagen, ich nehme die Äußerung von Saluschny nicht ernst, nur weil der jetzt keine umfassende militärische Analyse gemacht hat, sondern nur Bruchstücke gesagt hat. Diese Aussagen sind ja in der Öffentlichkeit. Deswegen, ich frage nochmal, wofür ist denn da an der Regel auszugehen? Also wer kann denn die militärische Lage fundierter beurteilen? Der Chef einer Armee oder der politische Kopf des Landes? Oder mal ganz anders gefragt, wessen Urteil, wenn es um den Zustand der Bundeswehr geht, würden Sie denn mehr vertrauen? Dem des Generalinspekteurs oder dem des Bundeskanzlers? Also das will ich jetzt nicht tun, die letzte Frage, denn der Vergleich ist, glaube ich, nicht angebracht. Der Generalstabschef kann die operative Lage der Armee natürlich besser beurteilen, auch den Zustand der Armee selbst, nicht nur hinsichtlich der Ausrüstung, sondern auch der Motivation des inneren Gefüges, also seiner Armee. Der Präsident kann die Lage des Landes auf der strategischen Ebene sicher besser beurteilen als der Generalstabschef, auch die zivile Lage des Landes, die Ressourcenlage, die politische Unterstützung aus dem Westen. Also man sollte da jetzt nicht die Frage stellen, wem traue ich da mehr? Sie sprechen beide in ihrem Aufgabenbereich sozusagen. Der Saluschny über das ausschließlich Militärische und der Präsident über die umfassende Lage. Aber diese Diskrepanzen, die es offensichtlich in der ukrainischen Führung gibt. Sie hatten es ja auch schon angedeutet, der Time-Artikel, da spricht ja auch davon. Die hat es ja in diesem Ausmaß in der Öffentlichkeit nicht gegeben. Und man fragt sich natürlich, was ist da passiert? Also wieso sind mögliche Differenzen überhaupt in der Öffentlichkeit? Ist das versehentlich passiert oder absichtlich? Jetzt werden Sie möglicherweise sagen, naja, das wissen wir nicht. Und die Frage auch in dem Bereich der Spekulation verdammen wollen. Aber das ist ja doch eine so entscheidende Frage, dass ich trotzdem gerne versuchen würde, das mal eben nicht zu tun. Lassen Sie doch mal überlegen, was für oder gegen die eine oder andere Variante spricht. Also was spricht denn für eine Kommunikationspanne, also für versehentlich? Ja, versehentlich. Es ist eine unglückliche Medienbefassung gewesen. Das sagte ich ja im Ergebnis jedenfalls. Also dafür, dass es nicht absichtlich war, spricht natürlich, dass Saluschny aufpassen muss, dass er seine Soldaten nicht verliert. Er muss sie ja motivieren, er muss optimistisch auch in die Zukunft blicken. Er muss auch aufpassen,
dass er den Russen nicht in die Hände spielt mit solchen Informationen, wenn solche Differenzen dann auch öffentlich werden. Und es ist ja vom Kreml sofort aufgenommen worden, dieser Ball, der dann plötzlich in der Luft war. Und man hat es gründlich ausgenutzt. Und was könnte dafür sprechen, dass Saluschny diese Einschätzungen in der Öffentlichkeit gemacht hat, wohl wissend, dass sie von denen des Präsidenten abweichen? Ja, eigentlich spricht da nichts dafür. Ich meine, wenn man sich theoretisch jetzt über eine solche Möglichkeit unterhalten will, dann könnte natürlich sein, so haben es auch einige Medien rübergebracht, dass er um die Stimmung seiner Soldaten weiß, dass er möglicherweise verhindern will, dass Durchhalteparolen verkündet werden von der politischen Seite, obwohl das die Lage vor Ort ganz anders ist. Aber das nehme ich nicht so wahr. Das ist eine theoretische Möglichkeit, hinter der ich auch nicht stehe. Bleiben wir trotzdem noch auf dem letzten Pfad. Also wenn es Absicht gewesen sein könnte, es könnten ja die Gründe sozusagen tatsächlich bestehen, die Sie gerade angeführt haben. Wenn es Absicht gewesen sein sollte, muss man sich natürlich fragen, was denn der Zweck dahinter ist. Haben Sie da eine Ahnung? Also da gibt es in der Ukraine selbst Spekulationen darüber. Saluschny ist ein hoch anerkannter General dort. Er ist ja vor vielen Monaten schon plötzlich als Präsidentschaftskandidat dort benannt worden im öffentlichen Raum. Und so mancher spekuliert eben darauf, dass Saluschny da andere Ambitionen hat. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Saluschny hat ganz andere Dinge im Kopf. Der hat jetzt die riesengroße Verantwortung, sein Land zu schützen, die Bevölkerung zu schützen und das Land auch aus diesem Krieg wieder herauszuführen. Jedenfalls im Rahmen seiner militärischen Aufgaben. Also ich wüsste nicht, was das für ein Zweck sein könnte. Wir sprechen jetzt immer von dieser theoretischen Möglichkeit, dass es absichtlich passiert ist. Ich will ihm mal als Interpretation anbieten Folgendes. Vielleicht will er seinen Präsidenten unter Druck setzen. Unter Druck setzen, weil er den Eindruck hat, dass es Selenskyj nicht mehr so einen richtigen Blick hat für die Realität. Und die Realität ist ja laut Saluschny, jetzt formuliere ich mal salopp, wir haben ein Patt, wenn wir aus dem Stellungskrieg raus wollen, dann brauchen wir einen qualitativen Sprung bei der Technik, bei den Technologien. Nur wird es halt diesen technologischen Sprung in absehbarer Zeit nicht geben. Und das sieht Selenskyj möglicherweise nicht. Weiß ich nicht, ob es so ist. Ich glaube, wir sollten da nicht zu viel hineininterpretieren. Ich habe ja schon mal gesagt, er meint Patt, nicht das strategische Patt, nicht das Patt auf der Ebene Ukraine gegen Russland, sondern er sieht das als taktisches Problem dort vor Ort. Und so ist sein Namensartikel auch geschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal, dass er sowas absichtlich dann in die Öffentlichkeit bringt, um eine Differenz zwischen ihm und dem Präsidenten darzustellen. Das wäre ja auch geradezu verrückt, weil man ja dadurch die Lage, in der das Land seit Kriegsbeginn ist, ja noch verschlechtern würde, wenn man öffentlich Diskrepanzen zwischen der politischen und militärischen Führung austrägt, die es im Hintergrund immer geben wird. Das liegt ja in der Natur der Sache, dass man sich sachlich über Meinungsverschiedenheiten, über unterschiedliche Bewertungen austauschen muss. Das liegt in der Natur der Sache und das ist im Frieden und sicher auch im Krieg nicht anders. Aber es kommt darauf an, dass man dann zu einer gemeinsamen Lösung wiederkommt und dann zusammenarbeitet. Aber das trägt man nicht öffentlich aus. Und Saluschny macht das ganz bestimmt nicht, so wie ich ihn kennengelernt habe. Bleiben wir vielleicht mal noch kurz beim Präsidenten. Da sind Sie jetzt nicht drauf eingegangen, was ich so nebenbei gesagt habe. Ich meine, wir wissen ja, dass Selenskyj in einer Ausnahmesituation ist. Also keiner möchte in seine Haut stecken, aber das feit den ja nicht davor, dass die Umstände seiner Amtsführung auf ihn Wirkung haben, ihn verändern können. Wir haben ja oft über Putin gesprochen und seine Entwicklung zu einem autoritären Herrscher, der aufgrund seines nicht diskursiven Führungsstils längst nicht mehr alles gesagt bekommt, dem man vielleicht nur Dinge erzählt, von denen man meint, er könne sie ertragen oder hören wollen. Meinen Sie nicht, dass die Lebensumstände von Selenskyj eine gleichfalls autoritäre Entwicklung befördern könnten?
Also der von Ihnen sogenannte nicht diskursive Führungsstil drückt sich bei Putin ja so aus, dass er Oppositionspolitiker wie Nawalny wegsperrt. Sie verschwinden über Jahrzehnte in Straflagern. Drückt sich so aus, dass mit Wissen und Willen der Führung Russlands Morde geschehen, auch im Ausland, wie bei uns in Berlin beim Tiergartenmord, wie auch das Urteil des Berliner Gerichts festgehalten hat, dass eben die Regierung Russlands auch dahinter steckt, dass plötzlich auch in diesem Krieg Führungspersonen und Oligarchen Russlands auf ungewöhnliche Art und Weise zu Tode kommen, sei es durch angebliche gesundheitliche Probleme oder in jungen Jahren oder Fensterstürze oder Selbstmorde. Ich denke, es ist nicht angebracht, Putin und Zelensky zu vergleichen oder gar gleichzusetzen. Weder die Person noch das System, in dem sie agieren. Zelensky ist es als demokratisch legitimierten Präsidenten der Ukraine gelungen, die durchaus vorher unterschiedlichen politischen Richtungen in der Ukraine im Krieg zu vereinen und hat höchste Zustimmungswerte in der Gesellschaft der Ukraine. Er ist eine Führungspersönlichkeit, die es auch erreicht hat, den Westen und darüber hinaus als andere Länder als Unterstützer für die Ukraine zu gewinnen. Führung in einer solchen Kriegssituation ist sicher fordernd, sicher auch manchmal ungeduldig, aber da muss man nicht gleich eine autoritäre Entwicklung in dem Sinne, wie ich es gerade skizziert habe, bei Putin hineininterpretieren. Also gleichsetzen wollte ich die beiden natürlich nicht, das wissen Sie aber hoffentlich auch. Ja, das weiß ich. Ja, klar weiß ich. Ich würde aber trotzdem nochmal anhängen, Sie hatten diesen Time-Artikel erwähnt, der Journalisten Zelensky begleitet haben und in dem einige Episoden geschildert werden, in denen man eine solche Entwicklung durchaus wahrnehmen kann. Ne? Und ich will mal noch als weiteres kleines Puzzleteil einführen, das Interview, das der frühere Berater des ukrainischen Präsidentenbüros Arestowitsch dem Stern kürzlich gegeben hat. Das ist nicht das erste Mal, dass der mit dem Stern geredet hat. Vor Jahresfrist, da war er noch Berater des Präsidentenbüros. Da hat er beispielsweise die russischen Angriffe auf ukrainische Städte als blinde Zerstörungswut bezeichnet und gesagt, dass es jetzt keine Ausreden mehr gäbe, für den Westen keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Und jetzt sagt er folgendes, Zitat, Zelensky ist ein autoritärer Führer. Das widerspricht den Losungen von Freiheit, mit denen wir ja den Krieg gegen Russland führen. Wir bewegen uns in die Richtung eines autoritären Regimes mit chauvinistischen Elementen. Zitat Ende. Dann Zelensky würde sich benehmen wie ein typischer autoritärer Führer, der den Bezug zur Wirklichkeit verloren habe, der ein verzerrtes Bild der Welt habe, der von seinem Volk ein unrealistisches Maß an Opfern fordere. Und um noch zwei Sätze zur Person vielleicht zu sagen, Arestowitsch ist unter anderem bekannt geworden, weil er diesen Krieg 2019 wohl schon vorhergesagt hat. Er ist im Streit mit Zelenskys Umfeld im Januar zurückgetreten, auch weil er selbst noch was Dummes in der Öffentlichkeit gesagt hat. Und er will selbst zur Präsidentenwahl antreten, die es ja jetzt wohl im Krieg erstmal nicht geben wird. Man kann da sicher viele Fragezeichen an die Äußerungen von Arestowitsch machen, aber was man bestimmt nicht machen sollte zumindest, ist es da einfach unter den Tisch fallen lassen und ignorieren oder sagen, kann alles nicht sein. Nein, das wollen wir ja auch nicht machen, deshalb bringen Sie es ja. Also ich kenne Herrn Arestowitsch persönlich. Er ist ehemaliger Oberstleutnant der ukrainischen Armee und des Geheimdienstes. Er war zuletzt einer von vielen Mitarbeitern, manche sagen Beratern, das würde ich aber nicht sagen, des Büroleiters, also nicht vom Präsidenten, sondern des Büroleiters, des Präsidialbüros von Präsident Zelensky, und wurde bekannt, dass er in dieser Funktion die Kriegsereignisse öffentlich kommentierte, was ihm durchaus Kritik auch der militärischen Führung eingebracht hat. Ich würde auch diese Aussagen nicht überbewerten. Er hatte zu dem Zeitpunkt, als ich ihn traf, vor etwa einem Jahr, die Ambition, für den Posten des Präsidenten zu kandidieren, falls Zelensky nicht nochmals antreten wolle. Ob das realistisch war und ist, das will ich mal unkommentiert lassen.
Solche Aussagen, glaube ich, werden wir aber in den nächsten Wochen vermehrt noch hören. Der Hintergrund ist ja, dass die Verfassung der Ukraine Wahlen in Kriegszeiten nicht zulässt. Wie sollte man in Kriegszeiten auch Wahlkampf führen und reguläre Wahlen durchführen können? So, und die Diskussion ist befeuert worden durch einen amerikanischen einflussreichen Senator, Lindsey Graham, der Wahlen gefordert hat und gesagt hat, das ist gut für die Demokratie, dass wir Wahlen haben in der Ukraine, und verknüpft das auch ein Stück weit mit seiner Unterstützung für die Ukraine. Und jetzt kommen halt die eine oder andere Stimme aus den verschiedenen politischen Lagern, die für uns immer so einheitlich gesehen worden sind in den letzten 20 Monaten des Krieges, kommen die plötzlich hervor. Und so würde ich die Stimme des ehemaligen Mitarbeiters, des Büroleiters von Zelensky einordnen. Was übrigens auch auffällt, ist ja, dass es bislang kein Statement von Saluschny gibt, in dem er das, was er dem Economist gesagt hat, auch nur irgendwie ansatzweise relativiert, was doch eigentlich auch irgendwie dafür spricht, dass er das absichtlich in die Öffentlichkeit gebracht hat. Würde ich so nicht sagen. Die Tatsache, dass es jetzt keine relativierenden Statements von Saluschny gibt, das ist eher der Tatsache geschuldet, dass man die Wirkung dieser in meinen Augen insgesamt nicht glücklichen Medienbefassung jetzt nicht auch noch mit weiteren Statements befeuern will, und dass die alten Aussagen dann nochmal aufgewärmt werden, das wird man sicher nicht tun. Okay, dann letzte Sache vielleicht noch dazu, verteufeln Sie mich jetzt ruhig, Herr Bühler, vielleicht müssen wir auch ein solches Ereignis wie den Angriff auf die ukrainischen Soldaten bei dieser Auszeichnungszeremonie in einem größeren Zusammenhang sehen. Wir haben ja, ich glaube, beim letzten Mal darüber gesprochen, ne? Nur als Möglichkeit, dass es vielleicht Leute gibt in der Ukraine, und vielleicht gehört ja Saluschny zu denen, die sagen, die Lage ist so schwierig, dass wir schnellstmöglich zusehen müssen, dass aufgehört wird mit dem Schießen, und dass es vielleicht andere gibt, die meinen, ne, sie könnten die Soldaten mit irgendwelchen Orden und Medaillen zum Kämpfen motivieren. Also auch hier sollten wir keinen Zusammenhang konstruieren, schon gar nicht mit den Schlussfolgerungen, die Sie ja andeuten. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Saluschny seinen Auftrag durchführen will und auch wird, seinen militärischen Auftrag. Und wenn er der Auffassung wäre, dass die Armee in einem Zustand ist, dass eine weitere Kriegführung nicht möglich wäre, dann würde er das nicht öffentlich machen, sondern dann würde er es mit dem Präsidenten besprechen, um mit anderen aus der politischen Führung des Landes. Aber das sehe ich nicht, das ist auch nicht da. Da ist weder der Zustand der Ukraine, sofern wir es von außen beobachten können, so dass er diesen Schritt machen müsste. Und wenn, dann würde es tatsächlich nicht öffentlich machen, am Präsidenten vorbei. Also diese Verwerfungen, von denen wir es nicht wissen, wie groß sie tatsächlich sind, sind ja möglicherweise auch ein Zeichen dafür, dass der Krieg an einer Art Knackpunkt angekommen ist. Vielleicht gibt es da in der ukrainischen Führung Leute, die sagen, wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Vielleicht, also muss natürlich nicht sein. Auf jeden Fall treffen solche Einschätzungen auch Beobachter hierzulande, und wir bekommen Hörermails, in denen gefragt wird, naja, erstens, wie kann denn das sein? Also Bühler sagt das und das, und XYZ sagt genau das Gegenteil. Also Stichwort, wir können den Krieg gewinnen oder wir können den Krieg nicht gewinnen. Und zweitens, wie sollen wir als militärisch vielleicht nicht vorgebildete normale Bürger damit umgehen? Das sind die Fragen, die wir in vielen Mails lesen können. Also ich verstehe die Fragen, ja. Die Fragen sind ja auch berechtigt. Ich bitte nur um Verständnis, dass ich nicht jede Äußerung von anderen kommentieren will. Ich respektiere die Auffassungen, sofern es Einschätzungen sind, die dann auch Fakten auch basiert sind, was ja in aller Regel der Fall ist. Und komme aber oder erlaube mir das auch manchmal zu anderen Einschätzungen zu kommen. Und gerade die Vielfalt ist, glaube ich, gut in der Diskussion. Und da will ich auch bei meiner Linie bleiben. Aber nochmal, die Fakten müssen unumstößlich sein, sonst kann man keine vernünftigen Einschätzungen auch abgeben. Also einfach ist es nicht und einfacher wird es auch nicht. Daran
sich aus allen möglichen Quellen eine eigene Meinung zu bilden. Daran wird sicher kein Weg vorbeiführen. Und eigentlich sollte man ja, das hatten Sie angedeutet, doch auch froh sein, dass es halt verschiedene Meinungen, verschiedene Einschätzungen gibt. Bringt ja niemandem etwas, wenn alle, nur weil sich die öffentliche Meinung in eine andere Richtung zu bewegen scheint, das Gleiche sagen. Das ist ja doch eigentlich das, was wir auch gerade nicht wollen. Ganz im Gegenteil, das ist ja etwas, das immer wieder beklagt wird, wenn Medien unisono berichten und werten. Wir wollen heute, weil uns so viele Fragen dazu erreicht haben, mal auf ein längeres Interview eingehen. Sie haben gesagt, Sie wollen nicht auf jede Äußerung reagieren, auf die werden Sie jetzt mal reagieren. Das haben wir abgesprochen. Und zwar gehen wir auf ein längeres Interview ein, das der frühere, auch NATO-General Harald Kujat kürzlich gegeben hat. Weil ja durchaus nachzuvollziehen ist, dass man das nicht oder zumindest nicht so leicht im Kopf zusammenbekommt. Wie kann das sein, dass der eine deutsche Ex-4-Sterne-NATO-General das eine sagt und der andere Ex-4-Sterne-NATO-General genau das Gegenteil? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist für Sie zu erklären, weil halt, wieso soll man nicht unterschiedlicher Meinung sein? Was ist denn schlimm daran? Meinung kann man ja verschiedene haben, aber sicherlich nicht unterschiedliche Fakten, ne? Nein, die Fakten müssen schon stimmen und da muss man sich eben bemühen, dass man die Fakten auch sorgfältig ermittelt, recherchiert. Da kann man sich im Einzelfall sicher auch mal irren. Da bin ich auch vom Irrtum nicht gefeit. Aber grundsätzlich ist das so, dass man, dass die Fakten stimmen müssen. In der Bewertung dann, da kann es durchaus Unterschiede geben und das ist ja nichts Ungewöhnliches. Das gibt es ja bei anderen Berufen auch, bei Juristen, bei Ärzten. Und so ist es bei uns auch. Wir haben ein gemeinsames Wertegerüst als Offiziere, als Soldaten dieser Armee. Wir haben eine teilweise gemeinsame Ausbildung, aber dann durchaus verschiedene Ausbildungsabschnitte. Der eine bei der Marine, der andere beim Heer. Es gibt unterschiedlichste Erfahrungen, die mehr auf der einen Seite mehr auf der politischen, militärpolitischen Seite liegen, bei anderen mehr auf der operativen Ebene, auf der Ebene der Truppenführung, auf der internationalen Ebene. Da gibt es unterschiedliche Erfahrungen, da gibt es unterschiedliche Werdegänge und deshalb kann man da auch zu unterschiedlichen Beurteilungen kommen. Also unterschiedliche Beurteilungen, aber Fakten, das haben Sie gesagt, sollten schon stimmen. Deswegen wollen wir mal schauen, was da an möglichen Fakten halt vorgebracht wird in dem Gespräch. Vielleicht aber zuvor noch Folgendes. Wir sind ja auch gefragt worden, wieso Harald Kujat ausgerechnet dieser Online-Plattform ein Interview gegeben hat, weil die Firma, die dahinter steht, das kann man auch anhand vieler anderer Videos dort sehen, wohl eigentlich Geld mit Finanzmarktanalysen verdient. Also warum dort? Da muss ich jetzt sogar mal sagen, also darüber mag ich jetzt gar nicht spekulieren, da kann sich jeder selbst eine Meinung bilden. Es sind ja auch zwei Fragen. Also warum macht es die Firma? Warum bietet die Herrn Kujat zum Interview? Da muss sich halt jeder selbst einen Reim drauf machen. Erfolgreich ist das Video. Die Klickzahlen sind weitaus höher als das, was man sonst so veröffentlicht. 10-mal so viele Klicks wie sonst, 20-mal so viele Klicks. Im Vergleich zu manch anderen Videos sogar mehr als das 50-fache an Klicks. Wie man die Aussagen in diesen Videos einordnet, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Da werden hin und wieder ja auch andere politische Themen behandelt. Und die zweite Frage, warum macht es Herr Kujat? Auch keine Ahnung. Die Frage kann eigentlich nur an ihn gehen. Er hat ja jedes Recht dazu, sich überall zu äußern, wo er möchte. Gott sei Dank ist das so in Deutschland. Und das gibt ja anderen die Möglichkeit, sich mit seinen Argumenten auseinanderzusetzen, ihm zuzustimmen. Oder vielleicht sogar die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, wer weiß. Wo haben Sie Ihre Hände, Herr Bühler? Also meine Hände liegen ganz ruhig auf dem Schreibtisch. Aber bevor Sie jetzt ins Detail gehen, natürlich kann bei uns jeder seine Meinung sagen. Und das macht General Kujat ja gewohnt meinungsstark in diesem Interview und eloquent, so wie ich ihn auch kennengelernt habe. Durchaus durchsetzungsfähig und auf den ersten Blick auch überzeugend in der Diskussion. Aber die Fakten müssen schon stimmen, wie gesagt, und das ist schon in der Einleitung dieses Interviews nicht der Fall. Die offenkundig vom Interviewer selbst getrieben, die alleinige Kompetenz seines Interviewpartners herausstellen möchte. Leider dann auch mit Hilfe von General Kujat selbst. Der Interviewer sagt einleitend, der Generalinspekteur sei der höchste Soldat der Bundeswehr. Das ist richtig.
und er wäre truppendienstlicher Vorgesetzter aller Soldaten der Bundeswehr. Das ist falsch. Der Generalinspekteur der Bundeswehr war zur Zeit von General Kujat 1999 bis 2002, über diesen Zeitraum sprechen wir jetzt, Berater der Bundesregierung und des Ministers. Er war Hauptabteilungsleiter im Ministerium und zugleich Vorsitzender des Militärischen Führungsrats der Bundeswehr. Also dem Gremium der Inspekteure der Teilstreitkräfte, Heer, Luftwaffe, Marine, die aber alle direkt dem Minister unterstellt waren und die Soldaten der Bundeswehr truppendienstlich im Heer, Luftwaffe, Marine als Vorgesetzte führten. Das, so wie es dargestellt wird, hat sich erst 10 Jahre später geändert. Das war im Jahr 2012 mit der Änderung des Blankeneser Erlasses bzw. der Neufassung des Dresdner Erlasses, der die Spitzenorganisation der Bundeswehr regelte. Und das ist bis heute so. General Kujat auf der anderen Seite erklärt dann die Rolle des Vorsitzenden des Militärkomitees der NATO. Der Chairman wäre der höchste Soldat der NATO. Das ist richtig und unbestritten. Das Bündnis hätte aber eine politische Säule mit einem Generalsekretär an der Spitze, also Stoltenberg in dem Fall, und einer militärischen Säule mit dem Chairman des Militärkomitees an der Spitze. Das ist falsch. Es gibt diese zwei Säulen nicht. Die NATO ist ein politisches Bündnis von 31 Nationen heute mit dem Generalsekretär an der Spitze des NATO-Hauptquartiers. Das Military Committee ist eines von vielen Komitees, aus meiner Sicht sicher das wichtigste, nicht aus meiner Sicht, aber ohne Befehlsgewalt. Die steht nur dem Generalsekretär im Auftrag des NATO-Rats, also den Nationen, zu. Folglich ist auch die Aussage, dass dem Chairman die beiden strategischen Oberbefehlshaber der NATO unterstanden, falsch. Die militärische Kommandostruktur der NATO hat nach den Oberbefehlshabern keine weiteren militärischen Vorgesetzten. Sie folgt ausschließlich dem Primat der Politik. Und auch solche Aussagen sind schwer verständlich, wenn General Kujat dort sagt, er habe neben dem Military Committee drei weitere Gremien als Vorsitzender geleitet, ist das richtig? Da geht es um den NATO-Russland-Rat bzw. seinem Vorgänger. Es geht um die Ukraine, NATO-Ukraine-Kommission, es geht um den Partnerschaftsrat. Ist alles richtig. Das Military Committee tagt von Zeit zu Zeit in diesem Format. Es ist aber falsch zu sagen, es gibt bis heute niemanden in Deutschland, der eine solche Stellung innehatte. Das ist deshalb falsch, weil ein anderer, bis heute außerordentlich anerkannter deutscher General, Dr. Klaus Naumann, diese Stellung bereits in den Jahren Mitte der 90er, 96 glaube ich, bis 99 innehatte und genau auch mit diesem Aufgabenbereich, mit diesen Komitees. Glauben Sie mir, es ist, Herr Deisinger, mir schon unangenehm, sowas richtigstellen zu müssen, aber ich muss das angesichts der Fakten tun und vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Einführung des Interviewers, der da sagt, wenn es also einer weiß, wovon er spricht, wenn es um die Bundeswehr und NATO geht, dann sind Sie das. Dieser Alleinvertretungsanspruch und auch die mehrfache Bezeichnung von Personen, die zum Thema Ukraine-Krieg eine andere Auffassung haben, als unwissende Laien, die Unterstellung von mangelnder Kompetenz, Ignoranz und Fanatismus, waren uns alles Zitate, die zwingen mich ja gerade dazu. Das ist nicht der Stil, den ich von einem ernsthaften Diskurs über eine der wichtigsten sicherheitspolitischen Fragen unserer Zeit erwarte. Umso mehr, wenn man abseits einer legitimen Meinungsäußerung eine erhebliche Abweichung von Fakten feststellen muss, die eigentlich die Grundlage einer Meinungsäußerung bilden sollten. Ui, bei der Einleitung, da möchte ich fast gar nicht wissen, was Sie zu den Aussagen zum Ukraine-Krieg sagen wollen. Aber wir gehen es mal durch. Wir schauen das mal durch zunächst mal anhand einer Mail von Werner Prost aus Regensburg. Der listet eine ganze Reihe von Dingen in dem Interview auf, die er gerne geklärt haben möchte. Wir werden sicher nicht alles schaffen. Greifen wir uns mal ein paar Punkte raus. Also zum Beispiel die Aussage, die Ukraine hat das Ziel,
der Offensive nicht erreicht, sagt General Kujat. Das ist sicher etwas, das hatten wir ja vorhin auch schon besprochen, dass man durchaus als richtig ansehen kann, aber vielleicht auch nicht muss. Ja, Sie beziehen sich jetzt nochmal auf unsere Diskussion über das Saluschny-Interview. Genau. Das Interview mit General Kujat, das erfährt man, wenn man das komplett anhört, wurde ja am Tag vor dem Besuch Präsident Joe Bidens in Israel aufgezeichnet. Und der Besuch war am 18.10., also muss es am 17.10. gewesen sein. Veröffentlicht wurde das Interview einen halben Monat später, am 5.11. Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren also die General Saluschny unterstellten Aussagen ja noch gar nicht bekannt. Er selbst hat es ja auch nicht so gesagt, sondern wie wiederholt schon gesagt, er bezog sich auf die taktische Situation der Bodenangriffe der Ukraine, die aus seiner Sicht zu einem Patt führen werden. Ich vertrete hier bekanntlich die Auffassung, dass man in Unkenntnis der eigentlichen Ziele der Offensive zu einem solchen Urteil, die Ziele der Offensive sind nicht erreicht worden, eigentlich nicht kommen kann. Ohne die Ziele der Offensive insgesamt zu kennen, ist eine Bewertung nicht möglich, ob das Vorgehen gescheitert ist. Natürlich kann man annehmen, dass sich auch das ukrainische Militär einen schnelleren Vorstoß vorgenommen und erhofft hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Offensive, die ja noch andauert, gescheitert sei. Sie dauert eben länger als erhofft und länger als ursprünglich geplant war. Dann ein nächster Punkt. Exorbitante Verluste bei den ukrainischen Streitkräften. Wie gesagt, die Punkte aus der Mail von Werner Prost. Diese Verluste bei den ukrainischen Streitkräften, die deutlich höher sein sollen als bei den Russen. Von 400 bis 460.000 Soldaten ist da die Rede, die gefallen oder dauerhaft kampfunfähig sein sollen. Diese Zahlen, die kommen nicht von Kujat selbst, aber er hält sie für realistisch. Was halten Sie von diesen Zahlen, Herr Bühler? Also das Video spricht ja nicht nur von exorbitant hohen Verlusten der Ukraine, sondern an anderer Stelle von exorbitant höheren Verlusten der Ukraine gegenüber denen der Russen, was ja noch eine andere Aussage ist. Also die Quelle, die dort genannt wird, ist ein gewisser Colonel Douglas MacGregor, ein ehemaliger Oberst der amerikanischen Armee, der nach seiner Pensionierung eine politische Karriere beim rechten Flügel der Republikaner gesucht hat. Er ist, das weiß ich, beim militärischen Militär aufgrund seiner Ansichten und Äußerungen sehr umstritten. Er gilt als Trump-Mann. Er ist von diesem als Botschafter in Berlin vorgesehen gewesen, benannt worden, konnte sich aber im US-Senat nicht durchsetzen. Er spricht ohne weitere Quellenangabe von 400.000 Gefallenen der Ukraine. Und in der Offensive wären noch mindestens 40.000 dazugekommen. Das sind die Aussagen, die Sie im Internet auch unter MacGregor dann selbst googeln können. Wie vertrauenswürdig diese Quelle ist, das kann man im Internet auch nachlesen. Das kann man bei Wikipedia nachlesen. Ich halte die Zahl für nicht belastbar. Die Zahl wäre die Hälfte der ukrainischen Armee, die derzeit unter Waffen ist. Dazu kämen noch die verwundeten und dauerhaft nicht mehr einsatzfähigen Soldaten. Das wäre überhaupt nicht zu verheimlichen. Sie ist auch nicht belastbar, wenn man andere Quellen heranzieht. Die von mir häufig verwendete Datenbank Oryx beispielsweise, die zwar nur die Verluste aufzeigt, die tatsächlich verifizierbar sind durch Videomaterial beispielsweise. Es gibt einen guten Anhalt, wie die Verluste Ukraine zu Russland stehen. Es gibt auch einen guten Anhalt, in welchen Größenordnungen sich man da bewegt. Ferner ist auch das, was wir tatsächlich sehen, auch durch Videomaterial im Internet, auch ein Anhalt. Also die Rücksichtslosigkeit, mit der die Russen schlecht ausgebildete Soldaten ohne Unterstützung in eine Schlacht werfen, in die Schlacht von Bachmut oder auch in die Schlacht von Avdiivka. Zweifellos
haben auch die Ukraine Verluste. Zweifellos haben sie auch hohe Verluste zum Teil. Aber das Verhältnis ist nach seriösen Quellen etwa 1 für die Ukraine zu 5 für die Russen. Also Russland hat circa 5-mal so viele Verluste wie die Ukraine. Und deshalb stimmt es nicht, dass es exorbitant höhere Verluste gäbe bei der Ukraine gegenüber den Russen. Dann geht es im Prost um die Aussage, die ukrainischen Streitkräfte sind in einem äußerst kritischen Zustand, sagt Harald Kuert. Also ich meine, auch wenn das Kuert-Interview vor der Veröffentlichung der Saluschny-Aussagen aufgezeichnet wurde, kann man den Saluschny doch aber auch genauso verstehen. Also möglich ist doch auch, dass diese Aussage wahr ist, oder? Also die ukrainischen Truppen sind seit Kriegsbeginn in einem kritischen Zustand. Kaum jemand hätte ihnen am Anfang den Erfolg zugetraut, diesen Abwehrkampf so zu führen, dass die Ukraine heute noch als unabhängiger Staat existiert. Das haben sie aber geschafft. Auch ohne systematische Kriegsverbrechen, wie sie international und unabhängig bei der russischen Armee festgestellt wurden. Im Übrigen wird zu diesem Gesichtspunkt im gesamten Interview überhaupt nichts ausgesagt. Der heutige Zustand der ukrainischen Armee wäre ohne Hilfe aus dem Westen, der erst Monate nach dem Angriff so richtig angelaufen ist, nicht möglich gewesen. Aber es ist auch klar, dass da langfristig und systematisch weiter unterstützt werden muss. Vielleicht geht es ja bei Kuert auch um, ich sag mal, Moral in der Truppe, denn er spricht ja auch davon, dass da ganze Kompanien der ukrainischen Armee zu den Russen übergelaufen seien. Also da habe ich überhaupt keine Anzeichen, dass es so ist. Im Übrigen muss ich nicht für jede Behauptung, die hier aufgestellt wird, den Gegenbeweis antreten. Wenn man solche Dinge behauptet, dann erwarte ich, dass man zumindest entsprechende Hinweise oder Plausibilitäten aufzeigt oder gar Beweise vorlegt, dass es auch so ist. Aber das kann ich nicht erkennen. Und noch ein weiterer Punkt von Herrn Prost. Jetzt zitiere ich mal aus seiner Mail, in der er ausführt, dass Kuert sagt, Zitat, Russland sei eindeutig im Vorteil. Die russische Streitkraft betreibe eine äußerst effektive Kriegsführung. Andere Behauptungen seien Teil des Informationskrieges. Sie beherrsche das Zusammenwirken verschiedener Waffensysteme bestens. Die Krim ist eine ideale logistische Drehscheibe. Russland kann aus der Distanz von über 2000 Kilometern und mehr angreifen. Die Ukraine würde verlieren. Diese Entwicklung sei klar erkennbar. Zitat Ende aus der Mail von Herrn Prost. Da sind jetzt gleich mehrere Aussagen drin, Herr Bühler. Ich nehme an, bei der einen oder anderen werden Sie sicher sagen, ja, stimmt, bei den anderen eher nicht? Ja, genau. Also richtig ist, und das habe ich ja von Anfang an gesagt, man darf die Russen nicht unterschätzen. Die Armee ist sehr lernfähig. Sie kann sich über die Dauer des Krieges durchaus den veränderten Umständen anpassen. Das haben wir ja gesehen, wiederholt gesehen eigentlich. Sie hat durch die strategischen Fehleinschätzungen der Führung im Kreml und die Fehlentscheidungen zu Beginn des Angriffs aber schwer gelitten. Richtig ist auch, dass sie Waffen über 2000 und mehr Kilometer einsetzen kann, ohne dass die Ukraine die Ursache der Bedrohung wirksam bekämpfen kann. Ich meine jetzt die strategischen Bomber über dem Kaspischen Meer beispielsweise, die Marschflugkörper in die Ukraine abschießen. Richtig ist auch, dass die Krim eine ideale logistische Drehscheibe ist. Deshalb ist ja genau diese logistische Drehscheibe ein legitimes Ziel der Kriegführung der Ukraine. Und Ziel des indirekten Ansatzes, die Logistik so einzuschränken, dass die Situation für die Truppen an der Front untragbar wird. Und das gilt außerhalb der Logistik auch für die Waffensysteme und Hubschrauber und Kampfflugzeuge, die die Ukraine ständig bedrohen. Dass diese Ziele angegriffen werden, ist nicht Eskalation, wie General Kuert das nennt, sondern es ist legitimer Abwehrkampf. Richtig ist auch, dass die Ukraine den Krieg verlieren könnte. Das gilt insbesondere dann, wenn die Unterstützung aus dem Westen nachlässt. Falsch ist, dass die Russen eine äußerst effektive Kriegführung betreiben.
und insbesondere, dass sie das Zusammenwirken verschiedener Waffensysteme bestens beherrschen. Das dürfte hier eine Einzelmeinung sein, die von kaum einem anderen Beobachter geteilt wird. Genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Der Grund liegt wiederum nicht in der generellen Unfähigkeit der Russen, sondern in den Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen auf strategischer Ebene zu Anfang des Krieges, die den Russen so viele Verluste zugefügt haben, dass ihnen viel Kompetenz gerade bei Offizieren der unteren und mittleren Ebene genommen worden ist. Offiziere, die sie brauchen, mangels eines Unteroffizierkorps, wie wir es in den westlichen Armeen finden, die in der Lage sind, die operativen Ideen dann auch auf der taktischen Ebene umzusetzen. Die Realität der russischen Kriegsführung ist ein massiver Artilleriebeschuss zur Vorbereitung eines Angriffs und dann Welle um Welle russischer Soldaten zu Fuß, die überwiegend dann Opfer dieser russischen Kriegführung werden. Das hat nichts mit Zusammenwirken verschiedener Waffensysteme, wir nennen das in der Bundeswehr Gefecht der verbundenen Waffen, das hat nichts damit zu tun. Das Gleiche sehen wir eine Ebene höher auf der operativen Ebene. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesehen, dass es ein Zusammenwirken von Luft-, Land- und Seestreitkräften gibt, so wie die Russen das eigentlich genauso wie wir immer anstreben, diesen Joint-Ansatz, wie man im Englischen sagt. Also ich will es dabei belassen, obwohl ich zu vielen gerade operativen Aussagen von General Kujat andere Informationen und andere Bewertungen habe. Okay, und dann belassen wir es mal dabei mit den Punkten aus der Mail von Herrn Prost. Jetzt noch ein paar andere Sachen. In anderen Mails wird zum Beispiel darauf verwiesen, dass Harald Kujat erwähnt, dass Russland 350.000 Mann im Hinterland zusammengezogen hätte, die man dann irgendwann zum Einsatz bringen könnte. Was ist damit? Also das ist ja wieder ein Punkt, wo ich jetzt einen Gegenbeweis führen muss. Für diese Behauptung gibt es keine Anzeichen, dass es wirklich so ist. Und da schaue ich immer ganz genau hin, weil man immer auf der operativen Ebene auf die Reserven schauen muss, die zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen. Und man schaut insbesondere auch auf die Logistik. Wir müssen uns mal in diesem Podcast gelegentlich damit beschäftigen, wie viel Logistik eigentlich für eine solche Streitmacht von 350.000 Soldaten notwendig wäre. Eine solche Streitmacht im Hinterland der Front zusammenzuziehen, ist nirgendwo erkennbar. Wenn es sie tatsächlich gäbe, dann wüssten wir das aus unterschiedlichsten Quellen. Satellitenbilder, russischen Militärbloggern, der Ukraine selbst, westlichen Medien, die USA, die NATO, alle würden das sehen und nicht geheim halten können und wollen. Also ähnlich wie man die zusammengezogenen Streitkräfte vor Beginn des Krieges gesehen hat, wo man ja sozusagen dann deutliche Worte an Putin gerichtet hat. Genau so, ja. Richtig. Dann äußert sich Kujat ja auch zu Dingen, die der Westen tut, konkret die Bundesrepublik, und kritisiert sie auch. Also man würde zum Beispiel das Friedensgebot der Verfassung, des Grundgesetzes ignorieren. Zitat, Herr Kujat, die Verfassung interessiert die Politik überhaupt nicht. Das kann man in Ihren Augen so sehen, Herr Bühle, oder kann man nicht? Nein, natürlich nicht. Also man kann der Bundesregierung doch nicht ernsthaft unterstellen, dass sie die Verfassung nicht interessiert. Das sind gefährliche Aussagen, weil sie die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in unser politisches System und in unsere Institutionen in Frage stellt, ohne den Beweis anzutreten, wo nun konkret und wie und von wem das Friedensgebot unseres Grundgesetzes, gemeint ist wohl Artikel 1 und Artikel 26, 26 ist das Verbot des Führens eines Angriffskrieges, wo das nun ignoriert wird. Das bleibt völlig offen und ist ein Pauschalangriff auf das Handeln unserer politisch Verantwortlichen dieses Staates. Und dann sagt Kujat auch noch, wir ignorieren das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Zitat Ende. Ich meine, es ist ja nie alles perfekt. Auch Berichterstattung ist nicht perfekt. Aber dass in Deutschland das Recht auf freie Meinungsäußerung ignoriert würde, ja, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Über 1 Million Klicks, gehuert Interview bei diesem YouTube-Kanal, sprechen doch eine andere Sprache, oder? Also wenn es einen roten Faden in diesem Interview gibt, dann ist es der Zweifel an einer ausgewogenen und korrekten Berichterstattung in den Medien, die, ich zitiere mal die Worte, die mir in Erinnerung geblieben sind, komplett konträr, falsch und einseitig. Diese Aussage wird vom Interviewer bestimmt ein Dutzend Mal in diesem Interview getroffen. Man hat fast den Eindruck, dass das die Kernbotschaft und der Zweck dieses Interviews ist. Aber zu Ihrer Frage, also da habe ich natürlich auch ebenfalls keine Anzeichen, die einen solchen pauschalen Vorwurf rechtfertigen würden. Sie haben schon recht, also nichts ist perfekt. Manchmal wünschte ich mir auch, dass Meinung und objektive Berichterstattung besser getrennt würde. Es gibt auch, das habe ich auch mehrfach hier schon angesprochen, so manche Internetplattform, deren Berichterstattung ich als nicht seriös bezeichnen würde. Ich habe auf der anderen Seite eine ganze Reihe von deutschen überregionalen Zeitungen und Magazine abonniert. Ich lese im Internet so ziemlich alles, was ich im Rahmen der Möglichkeiten zum Thema Ukraine-Krieg, NATO, Bundeswehr so publiziert wird und was ich da verfügbar habe. Beobachte natürlich wie jeder andere auch die Fernsehanstalten, privat oder öffentlich-rechtlich, im Rundfunk und so weiter. Also ich kann diesen pauschalen Vorwurf nicht nachvollziehen. Es gibt durchaus in den Medien andere Darstellungen als die vermutete Mainstream-Linie. Es gibt durchaus kritische Artikel, es gibt durchaus Hinterfragen von Positionen, so wie ich sie beispielsweise vertrete, oder von anderen Positionen, die wiederum andere vertreten. Also ich kann es nicht sehen, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung hier in diesem Fall dort eingeschränkt ist. Und für unseren Mikrokosmos unseres Podcasts trifft es sowieso nicht zu. Da haben wir ja nun ständig durch Sie, Herr Deisinger, unterschiedlichste Auffassungen, die hier adressiert werden. Und wir haben ja auch immer mal wieder auch andere, deren Linie ich nicht zustimme, im Podcast gehabt, sei es inhaltlich oder auch persönlich. Und es kommt ja anscheinend auch vor, dass mancher seine Meinung offenbar auch manchmal nicht sagen will. Also will nur mal kurz erwähnen, dass wir des Öfteren auch mal die Bitte oder die Anregung bekommen, mal so eine Art zivilisiertes Streitgespräch zu führen, hier im Podcast zwischen Ihnen, Herr Bühler, und beispielsweise Herrn Kujat. Wir haben es versucht. Punkt. Da möchte ich auch mehr gar nicht dazu sagen. Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, ich glaube, bei Ihnen geht es gleich weiter, auch wenn wir heute schon wieder lang waren. Sie hatten es beim letzten Jahr sogar versprochen, dass wir heute lang sind. Sie müssen in eine andere Schalte. Viel Erfolg dabei. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Allerdings, und das will ich auch gleich nochmal sagen, nur am Mittwoch. Aus Termingründen zeichnen wir nächste Woche nur einmal auf. Bis dahin also, Herr Bühler, feines Wochenende und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Mittwoch. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.